wunderschönen guten Abend, so wie die Frau Armbrust hier diese Podcast eröffnet. Ihr seht, wunderbares Stammtischschild. Danke, oder wie sagt man auf Neudeutsch, Greetings Danke. raus an die Jo, die eigentlich auch heute hier sein wollte, aber der kleine Viktor Albert, der schläft noch nicht, gehe ich mal von aus. Aber vielen Dank fürs Schild. Auf jeden Fall, die Aggie seht ihr hier, also auf dem Bildschirm links, aber sie ist rechts neben mir. Die ist nämlich aus Labs gerade da. Der Jess Arena ist alte Fahrradl, wie immer in Monnem. Und immer mit demselben Hoodie irgendwie. Ich habe meinen auch von gestern an, vom anderen Podcast. Merkst du das gerade? Und der Dommer ist unten im Esszimmer, der ist heute unser Special Mit Guest. dem Schweinchen. Mit dem Weil Schwein. heute gibt es Pelzer Stammtisch zum Thema Ostre. Yes. Aber pass mal auf, das ist jetzt erstmal das Thema. Die Agi, die schwitzt kein Pelzisch mehr. Die hat sich da ausintegriert. Die hat noch nie Die gesprochen. Ich bemühe mich ein bisschen zu pelsern. ein bisschen. Zu pelsern. Vor allem in meiner Dating-App, die ein Freund von mir runtergeladen hat, der hat so reingeschrieben: Wenn ich aufgeregt bin, pelzer ich. Also ich finde, du, manchmal kommt so das Labs raus, so. Das kann auch sein. Ich sechsel jetzt mittlerweile. Ja. Ich sechsel. Ja, was ist die Maßnahme, Moderatorin? Ja, die Maßnahme. Wir sprechen über Ostern, ist ja passend, ne? Es ist ja dann, also wenn der Podcast rauskommt, ist Gründonnerstag. Das heißt, kurz vor Ostern, und wir haben ja hier Multikulti und ich glaube auch verschiedene Meinungen. Also die Agi, Polska, Afrika, Afrika, Polska, ne? Dann Doma, Kroatien, Charlie mal Deutsch. Ich, Deutsch, Chinesisch, Malaysisch, aber, also meine Mutter ist ja auch katholisch. Also wir haben ja verschiedene Sichtweisen zum Thema Ostern und mit Sicherheit auch verschiedene Bräuche. Und darüber wollten wir jetzt sprechen. Yes. Genau, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Gründonnerstag an. Oder sollten wir mit Ja. dem Palmsonntag anfangen? Der jetzt schon. Ah ja, Agi, fangen wir mit dem Palmsonntag an, weil, ja. Da bin ich raus. Ja, ich nehme mich ab. Ja. Wieso, da ist der Jesus eingekehrt in der Stadt, ja, da mit der Palme wurde er begrüßt. Allahu. Genau, da wurde Ja. er positiv begrüßt, auf jeden Ja, Fall. da war dann noch der gute Junge. Genau, deswegen gibt es quasi in der katholischen Kirche immer diesen Brauch, dass man zum Palmsonntag kriegt man so ein Palm, also so ein kleiner Palmwedel. Also hierzulande sind das, glaube ich, so Büsche von, ich weiß gar nicht, irgend so ein Busch, aber ich weiß nicht, was mit so kleinen Blättchen. Okay, Büsche mit so einem kleinen Busch. Junge, Mama, auf jeden Fall in Polen. In Polen gibt es eigentlich so eine richtige traditionelle Osterpalme, die ganz bunt ist. Ne, so wie aus altem, also so aus trockenem Stroh und dann so zusammengebunden und zum Teil auch gefärbt. Also es gibt so richtig schöne Palmen. Liebevoll gestaltet. Okay. Okay, also ich bin evangelisch. Ich auch. Wir sind ja da eh ein bisschen lockerer. Ja. Was heißt hier lockerer? Genau, AGB, da kommen sie wieder, die Protestanten und Evangelike. Ja, wir sind so und so. Welche? Welche vor Ja, allem wir locker? sind. Locker oder lost? Ja, locker oder los? Ja, das auch. Also gut, ich sag mal so: Auf dem Papier bin ich evangelisch. Ich habe es nie geändert, weil es so ist, aber eigentlich würde ich ja selbst über mich behaupten, ich bin Atheist. Deswegen fällt es da für mich raus. Also, aber Palmsonntag kann ich mich jetzt an meine Kindheit gar nicht erinnern, dass da jetzt irgendwas Besonderes war Okay. bei. Deswegen, wenn ich jetzt an die evangelische Zeit zurückdenke, wobei wir sehr lockere Evangelisten waren, weil ja, also meine Oma, die war jetzt halt so die Kirchgängerin, ob die an Gott geglaubt hat, das ist ja mal freigestellt. Es hat ja nicht unbedingt immer was mit der Kirche zu tun. Und ja, wenn es da irgendwie was jetzt war, dass da jetzt, also dass man da in die Kirche gehen sollte, dann waren wir da definitiv nicht, weil die Oma hat gesagt, wir gehen das ganze Jahr nicht. Dann brauchen wir nicht so scheinheilig an deine zwei, drei Tage im Jahr. Wie ist es so? Weihnachten. Bei meiner Oma war es genau anders. Meine Oma ist nämlich sonntags in die Kirche und hat gesagt, sie geht an Ostern nicht und lasst Platz für die, wo es ganz Jahr nicht gehen. Genau. Und ich kann das ganz ehrlich gar nicht beantworten. Klar, ich habe meine kroatische Wurzel, aber ich weiß nicht, wie es in Kroatien gefeiert wird. Ich bin hier in Deutschland groß geworden, aufgewachsen, geboren, wie auch Aber immer. in der Domstadt Speyer. Ich schwör's dir, ich kann es dir nicht sagen. Also, klar, wir hatten dann unseren kroatischen Haushalt, was weiß ich denn. Aber
Vielleicht muss man auch weiter ausholen. Wir haben das nie so gefeiert. Also es ist bei uns wurde nicht gefeiert. Aber ist das nicht Prozession? War das nicht das, wo die dann die Prozession durch die Stadt machen? Nicht. Ja, auch unter anderem, ja. Aber das, Meine Oma hat es doch mal gesagt. ich kann mich nicht bewusst erinnern, wo wir Ostern großartig gefeiert haben. Klar, Stimmt. der Feiertag oder die Feiertage waren immer da, aber ich kann dir nicht sagen, ich hab jetzt hier mich nicht selbst gegeißelt oder sowas, ne? Also das war aus, das habe ich nicht gemacht. Warst du eigentlich Messdiener? Nee, das wollte ich nicht machen. Die wollten, dass ich Messdiener in der kroatischen Kirche mache. Was soll ich da sagen? Die kroatische Gemeinde damals war ein bisschen strief. Weil ich habe eine ganz besondere Beziehung zur Religion. Ja, man kann das gerne praktizieren, wenn man möchte, aber nicht sonntags zwischen Alkoholikern, ja, die sich dann ausnüchtern auf der Bank und dir dann sagen, dass du auf Kroatisch zu beten hast und was weiß ich, ne? War nicht so mein Ding. Ne? Deswegen wurde ich früh geprägt mit der Abneigung zur Religion. Ja. Aber ich muss sagen, in Kroatien, die Kirche ist richtig schön. Also ich war Ja, Ostern das dort. ist Aber also überheilig. in dem Dorf, wo der Doma, also wo, ja, eigentlich wo die Lilly groß geworden ist, da ist ja halt eine Kirche, eine kleine Kirche. Und da hat jede Familie ihre eigene Bank. Also die Familie quasi hat auch die Bank gekauft. Dann haben wir in der Bank gesessen und dann singen die in verschiedenen Oktaven, also so Chorgesänge. Also richtig geil. Ja, Und wir also hatten mal eine Ferienwohnung gegenüber von der Kirche und wirklich jeder, also da war halt der Balkon und jeder, der an der Kirche vorbeigelaufen ist, ob Kinder, ob Alte, haben dann gekniet und haben sich gekreuzigt. ja. Ja, also theoretisch ist ja in Polen auch so, dass du immer, wenn du an der Kirche vorbeigehst, dich dann auch kreuzigst. Also das machen zwar die Leute nicht mehr so oft, aber manchmal, ja. Also für mich ist das jetzt kein Tabu, was weiß ich nicht, jeder soll doch machen, wie er denkt. Aber nochmal, ich kann mich nicht entsinnen. Klar, wir haben Ostereier gesucht, als ich klein war. Lauter so Fetts. Oder wir wollten dann die Schokoeier finden irgendwo. Und im Kindergarten, weiß ich auch noch. Da hat mich sogar so eine Kindergärtnerin hat mich da zusammengeschissen, weil ich zu schnell suchen wollte. Ich sollte noch auf andere Kinder warten, wie auch immer. Also es war für mich nie das Osterfest so. Aber Weihnachten wurde auch nur abgefrühstückt. Aber das ist nicht explikativ, so wie ich groß geworden bin, ist ja nicht der Rest groß geworden, ne? Ja klar, vor allem das mit dem Ostereiersuchen, das ist ja überhaupt nicht polnisch. Also das ist ja, glaube ich, sehr deutsch. Ich glaube, das Echt? gibt es nur in, also bei uns gab es das nicht. Das gibt es eigentlich nur in Deutschland. Zumindest, wie ich es kenne. Also ich kenne es nur aus Deutschland. Keine Ahnung, ob es Ach überhaupt. komm, Schalli, mal durch A-Eier gesucht, oder? Ja. Altdeutsch. Ich bin ja deutsch. Ja, also bei uns war das ganz. Tatsächlich die Einzige hier in Ja, diesem Podcast. das stimmt. Aber Sag, so warte weit mal. sind wir doch nicht. Wir sind doch jetzt erst noch beim grünen Donnerstag. Ja, ich wollte gerade Genau. sagen. Ja, genau. Da gibt es auf alle Fälle, gibt es die Woche Spinat. Spinat, gibt es noch Spiegelei und wahrscheinlich noch Kartoffeln dazu. Und was ist So, das? Was genau, ist das das kenne ich denn auch. drauf? Wo kommt denn das her? Das weiß ich Ka nicht, aber bei uns gibt es schon immer an grünen Donnerstag Spinat. Und in ja. Hessen, aber in Hessen allerdings gibt es grüne Soße. Ja, Friedenssoße. Und in Hessen ist auch der grüne Donnerstag der einzigste Tag, wo die Läden um 20 Uhr zumachen. Ah ja. Ja. Also die Supermärkte, ne? Auch wenn die bis 0 Uhr aufhaben, bei denen gibt es grüne Soße. Aber hier bei uns gibt es Spinat. Ja, Spiegelei, wir hatten, Spinat. okay, ich hatte immer Rührei mit Kartoffeln und Spinat, ja. Das gibt es bei euch nicht in Polen? Naja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es da irgendwas Spezielles gibt, was man da isst. Also ich glaube, dieser grüne Donnerstag, also es ist ja auch dieses letzte Abendmahl, ne? Also es steht ja quasi für diese letzte Nacht, wo dann Jesus mit seinen Jüngern. Jüngern gemeinsam gegessen hat, das Brot geteilt hat. Und ich wüsste jetzt nicht, ob das irgendwie so ein traditionelles Essen dann mit irgendwas Traditionellem verbunden ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt so durch den Namen vielleicht oder was, aber gut, das macht ja auch keinen Sinn. Grünen Donnerstag, deswegen essen wir was Grünes. Kann Aber das schon muss ja sein. auch irgendwo hergekommen sein, warum der jetzt Grünen Donnerstag heißt. Da müsste man nochmal recherchieren. Da habe ich leider nicht. Ich bin wieder schlecht vorbereitet, merke Ja, ich ich. habe das Finale Scheiß gemischt hier Podcast, voll. Alter. Stimmt, da hätten wir mal noch Also ganz nachforschen. kurz, Mama, ich habe ja gerade eben schnell recherchiert.
Also nochmal, der Gründonnerstag erinnert an das Abendmahl von Jesus am Vorabend seines Todes mit seinen 12 Jüngern, bla bla bla. Auf dieses Ereignis geht das heilige Abendmahl zurück, das in der Kirche begangen wird. Leonardo da Vinci hat das Abendmahl, bla bla bla, dieses Fresko. Am Gründonnerstag wird noch weiteres Ereignis gedacht. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße und zeigte ihnen so, dass er ihnen diente. Später am Abend im Garten, oh, Gethsemane, fiel er seinen Verfolgern in die Hände, weil sein Jünger Judas ihn für 30 Silberlinge und durch einen Kuss, den Judas-Kuss, verraten hatte. Außerdem endet am Gründonnerstag die Fastenzeit. Der Ursprung des Namens Gründonnerstag ist nicht eindeutig geklärt. Er könnte auch die alt- und mittelhochdeutsche Wörter grunen und grienen zurückgehen. Kreinen, also hier steht kreinen, das habe ich nämlich jetzt gerade hier. Die Es kommt wehklagen oder weinen bedeuten. genau. Okay, aber dann ist ja wirklich Ja, und das. man hier steht, man isst was, also aus Kreinen wurde grün und deswegen isst man traditionell was Grünes, also wie du Okay, gesagt hattest, ja. ja. Okay. Genau, weil das mit dem Ja. Abendmahl und dieser letzten Nacht, das wusste ich. Und auch der Karfreitag dann. Das ist Ja, ja dann das der kenne ich Tag. auch. Das ist ja der Tod quasi. Genau, da ist er um 12 Uhr gekreuzigt worden, also und ist gestorben. Und genau deswegen, also man hat dann immer in Polen diesen Rosenkranz um 12 Uhr halt gebetet, also so traditionell. Und eigentlich war dann der Karfreitag ist ja sozusagen auch der Tag der Grabesruhe. Und genau, man darf ja dann auch nicht freuen. Also das ist ja auch hier, glaube ich, ne, dass Ja, man nicht tanzen darf. Also es ja. gab keine Keine Partys, Musik. keine Ja. Discos, ist alles verboten halt. Genau. Und Also, wir essen da immer Fisch, das weiß ich ja, noch. also es gibt kein Fleisch an Genau, also Karfreitag. es ist ja eigentlich theoretisch tut man auch Fasten noch an dem Freitag so. Also bei uns gibt es auch kein Fleisch, bei uns gibt es nicht Fisch. Bei meiner Oma gab es traditionell immer Weinsoße. Das esse ich halt nicht mit Nudeln. Dann gab es für mich Vanillesoße. Ich weiß aber, viele machen auch arme Ritter, rostige Ritter oder wie auch immer das heißt. Russische Ritter, ja. Ja, auf jeden Fall. Karfreitag ist für uns Evangelische auch der höchste Feiertag, den es gibt. Und bei uns praktiziert man am Karfreitag das Abendmahl. Das heißt, man geht quasi, also man trinkt aus dem Kelch Wein oder Traubensaft gibt es mittlerweile auch. Ne? Also normalerweise ging der ein und selbe Kelch, also man stellt sich halt so im Kreis auf, dann geht ein und dasselbe Kelch Wein umher oder halt mittlerweile auch Traubensaft. Das wurde dann der Kelch immer so viermal gedreht und dann wurde es mit dem Tuch sauber gemacht. Ja. Und ich glaube, bei heute wegen Corona vielleicht, dass jeder ein Gläschen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man bekommt ein Stück Brot. Also ein Brot Stück habt ihr bekommen. Brot, richtige Brot. Brot, ein Stück Brot. Bei uns waren nur Und dann Hustier nimmt man nicht? das entgegen, man bedankt sich, also man trinkt, man nimmt das Brot, macht es rein, geht zurück an seinen Platz und betet dann und dann setzt man sich hin. So ist bei uns das Abendmahl und am Karfreitag betet man auch das Glaubensbekenntnis auf jeden Fall in der Kirche. Also Ich so bin ist bei allem raus. es. Der Heide, der bisschen Heide, alle. Ja, und für uns ist das Ich Abend. wüsste nicht mal, welche Gebete ich da bete müsst. Was, Also ich war ja im Vater unser geht Konfirmation. immer. Nee, pass auf, ich war ja im Konfirmationsunterricht, ne? Aber ich habe es wirklich geschafft. Frohte mich nicht wie. Aber ich habe es geschafft. Ich musste nie in die Cash. Was? Ja, aber ich muss jetzt, wir sind ja unter uns, das wird zwar alles hier nochmal hochgeladen, ne? Aber ich Vitamin habe auch B. nur meine Erstkommunion erfahren. Ich war nie auf der Firmung. Also bin ich eigentlich gar nicht so im Christengame mit drin, ne? Ei, wei. Aber Ja. echt. Also bei der Konfirmation musste ich sogar noch eine Prüfung ablegen. Also nicht nur der Tag in die Kirche und ne, sondern wirklich noch eine Prüfung. Ich glaube, die war freitags. Ich glaube, an Karfreitag. Ja, auf jeden Fall noch eine Prüfung in der Kirche und wir mussten wirklich mindestens jeden zweiten Sonntag in der Kirche sein. Es wurde so gestempelt, 2 Jahre lang. Genau. Das Stempel war Ja. bei mir, aber ich hatte noch nicht einen Stempel. Das war beim Kommunionsunterricht genauso. Da hatten wir Also unsere wir haben ja ein Jahr Kommunionsgruppe. Präparandenunterricht und ein Jahr Konfirmandenunterricht, 2 Jahre. Ich war nie, ich schwör. Ja. Die Oma hat es irgendwie hingekriegt, dass ich da irgendwie Also doch konfirmiert irgendwie. worden bin. Ja, aber was ich noch sagen wollte, das Abendmahl bei den Evangelischen hat nämlich auch eine also tieferen Grund, weil die Katholiken gehen ja beichten und für uns Evangelische ist das Abendmahl die Freiwaschung von Sünden quasi. Also wenn du das Abendmahl zu dir nimmst, ist das so, wie wenn der Katholik beichtet.
So der einfachere Weg. Oh. Von wegen, man muss gar nicht irgendwie sich mit sich und seinen Dingen auseinandersetzen, die man vielleicht... Ihr habt nie beichten müssen beim Papa. Nein. Ja, das gibt's bei uns nicht. Mega merkwürdig. Bei uns gibt es so einen Beichtstuhl oder sowas nicht. Mm-mm. Meine Mutter ist ja streng römisch-katholisch. Was heißt streng? Also streng ist auch so ein dehnbarer Begriff. Aber zum Beispiel meine Mutter macht wirklich dieses katholische Fasten während der Fastenzeit. Also meistens verzichtet die auf Fleisch. Jetzt hat sie gerade die X vorgemacht. Also sie hat am Sonntag angefangen, dass ein Gründonnerstag fertig ist. Und die guckt dann halt auch diese Prozeduren da im Fernsehen, ne, was der Papst da alles macht in Vatikanstadt. Und ja, deswegen. Das macht die eigentlich so vom Katholischen her. Aber ja, Karfreitag war bei uns immer so ein besonderer Tag, wo man wirklich in die Kirche geht. Mal gucken, ob wir jetzt an Karfreitag in die Kirche gehen, weil es ist halt ein bisschen dumm hier, muss man sagen. Mhm. Weil wir kommen ja aus so einem kleinen Dorf. Und hier ist am Karfreitag zwar Kirche, glaube ich, aber kein Abendmahl, was für mich keinen Sinn macht. Aber das gehört jetzt zu der Gemeinde mit noch zwei anderen kleinen Dörfern dazu. Und in anderen zwei kleinen Dörfern ist Abendmahl. Also sind wir noch am Überlegen, ob wir in das andere Dorf fahren. Also ob mein Opa das halt will, dass wir dort zum Abendmahl gehen. Mal gucken. Ja. Okay, also ich mache an dem Tag nichts. Also wir essen aber auch Fisch und so. Also ich an so Sachen halte ich mich dann schon. Weil es aber irgendwie so drin ist, aber ich kann da nichts dafür. Was ist eigentlich der Angelo? Was hat der für eine Konfession? Das sind doch meistens die 7-Tage-Adventisten. Was bist denn du, katholisch? Bei der Philippine. Gibt es da was, so eine spezielle griechisch-orthodox, ja, oder wie? Was ist, was bist du? Römisch-katholisch. Römisch-katholisch, ja gut, das ist halt, ja, der hat ja schon gesagt, ja, aber am Freitag essen wir Fisch. Ja, Alter, soll ich nur sagen. Gibt es da einen Fischmeck oder was? Nein, wir essen ein Iglu-Schlemmerfilet. Borderlands. Die essen Kabeljau. Ja, die Kabeljau, Alter. Nee, genau, also da gab es dann Fisch. Aber das kenne ich auch. Also bei uns gab es dann meistens so Lachs oder so. Wie so Orgebrote. Ja. Genau. Und Kartoffelscher dazu. Ja, und an Ostersonntag gibt es bei uns Lamm. Da gab es bei uns immer Hase. Ja, Achtung, also das Typische bei uns in Polen ist halt der Samstag, der Ostsamstag, ne, vor Ostern. Echt? Ja, da gibt es bei uns immer dieses Święcenie Jajek. Was also, ist denn das? Jaja ist ein Ei, oder? Genau, Jajek, also die Eier, die werden dann gesegnet. Also es ist eigentlich typisch, dass man so quasi den grünen Donnerstag oder vielleicht auch die Zeit davor mit diesen Ostereier bemalen verbringt. Und man bastelt sich dann so ein Osterkörbchen zusammen. Traditionell kommen dann da die bemalten, gekochten Eier rein. Dann kommt immer ein Stück Brot rein, Salz, Wurst oder halt, ja, also meistens so Würstchen irgendwie, so eigentlich so typisch halt. Und ein Osterlämmchen. Also so ein Kuchen. Die typische Ostersüßigkeit dann, mit der auch das Fasten gebrochen wird, sozusagen, oder was auch immer. Genau, ist dann dieses Osterlämmchen. Das ist, glaube ich, so ein Mürbeteig. Ich bin nicht ganz sicher, was es ist, aber es ist eigentlich so eine Backform von so einem Osterlämmchen, ne? Ja, die habe ich und auch. Genau, und dann hat man eben so ein schönes Körbchen so verziert und mit ein paar Blümchen noch rein und manchmal auch diese Osterpalme noch mit drin. Und das gibt man dann am Samstag, gibt es dann extra so einen Familiengottesdienst, wo man halt mit seinem Korb hingeht und alle Körbe werden quasi auf die Treppe vor den Altar gestellt. Und der Pfarrer tut dann am Schluss halt die ganzen Körbe so segnen und die nimmt man dann mit. Und traditionell wird dann diese Speisen aus dem Korb am Ostersonntag gemeinsam miteinander geteilt. Das ist halt schön eigentlich, der Brauch. Ne? Ja, das war habe ich sogar auch dann alleine gemacht, wenn ich Ostern alleine verbracht habe, gehe ich immer bei uns in den polnischen Gottesdienst und mache das dann auch. Ja, dieses Jahr nicht, weil ich arbeite an dem Samstag, da habe ich leider keine Zeit, aber schön. Nee, also Ostersamstag macht man bei, oder was heißt Ostersamstag? Samstag vor Ostern macht man bei uns nichts. Ostersonntag gibt es dann. Da gab es bei uns immer Lamm mit Bohnen und Kartoffeln halt.
Und bei uns wurde traditionell immer Ostereier gesucht. Also mein Opa musste immer vor Ostern mähen und dann wurde aus dem Gras quasi Nester gemacht und dann wurden richtig Ostereier versteckt, Schokoladenhasen, Barbies. Also ja, bei uns war das so richtig zelebriert. Das ist ja eine Ja. echte Pracht gewesen, deine Ja. Kindheit. Und dann habe ich so ein Körbchen gekriegt. Mit dem Körbchen habe ich dann im Garten alles gesucht. Und die ganze Familie ist auch mit draußen, hat geguckt, ne, wie ich die Eier so suche. Ja. Ja, also bei uns, wir essen da immer einen Hasen. Ah ja. Hase, also ich habe das nicht mitgegessen, aber Hase gab es da eigentlich immer. Und dann so wie an Weihnachten halt mit so Knödel, Rotkraut, so ein bisschen schwerer wieder. Aber wir sind, also ja, Palz halt, ja. Ja. Aber Und, ich schmeck, wir sind alle ohne Gott. Wir denken nur ans Essen. ja. Genau. Und dann, wir haben auch Ostereier gesucht. Wie wir älter waren, gab es dann halt, wenn es was noch gab oder so, gab es das dann hier bitte so. Ja, genau. Aber früher, genau, sind wir auch, bin ich auch als raus und habe auch so ein Körbchen gehabt und habe dann die Häschen und so Sachen gesucht. Ja, genau. Aber sonst so, geht man da noch in die Kirche? Ja, eigentlich Bei schon. den evangelisch oder Ja. bei den Ja, es gibt noch. protestantischen? Ja, sogar noch Ja. traditionell ist der Samstag. Also es gibt auch wirklich so eine Ja. Nachtwache. Also du kannst auch samstags in die katholische Kirche nachts gehen. Also da geht es, glaube ich, also los um, ich weiß nicht, ob um 11 oder direkt um 12 Mitternacht, ist so die Osternacht, ne? Also das ist so dieser Brauch, wo man dann so an Jesus Grab halt gestanden hat, irgendwie so die ganze Nacht wach war, bis er halt auferstanden ist. Also der ist ja dann verschwunden aus dem Grab. Also sonntags wurde ja quasi das Grab entdeckt. Also ich erinnere mich, dass es bei den Evangelischen auch abends einen Gottesdienst nochmal gab. Ich erinnere mich aus meiner Konfirmandenzeit quasi draus. So abends um 8, glaube ich, war nochmal. Und ich glaube auch vorher nochmal. Ich weiß nicht. Also ein paar Mal war das auf jeden Fall abends. Aber klassisch gesehen ist sonntags, also Gottesdienst um 10 eigentlich ganz normal. Aber wir sind da halt nie hin. Also erstens, weil meine Oma Essen machen musste und zweitens, weil sie halt gesagt hat, sie geht das ganze Jahr in die Kirche, sie lässt Platz für die, wo halt nicht das ganze Jahr gehen. Ja. Aber die waren dann auch nicht. Ja. Das stimmt. Ja, so war bei uns immer Ostersonntag und Ostermontag. Also ganz früher, wo ich klein war, erinnere ich mich nicht mehr dran. Später haben wir traditionell an Ostern eine Osterwanderung gemacht. Ja. Da sind wir dann morgens los mit Proviant, also mit gekochten Eiern und Schokolade, also was man so zu Ostern gekriegt hat und halt Brot geschmiert und dann über den Asselheimer Berg gelaufen. Das war so traditionell unsere Osterwanderung. Aber wann war die immer montags? Ja. Ja. Macht ihr das jetzt wieder? Nee. Warum nicht? Ja, weil mein Opa, meine Oma können ja nicht mehr so weit laufen. Aber wir haben das auch so, haben wir das immer mit euren Großeltern gemacht? Nee, wir haben ja so Kindertagwandern gemacht, wo wir klein waren, ne? Es war ja nicht an Ostern. Aber später haben wir das an Ostermontag mit meinen Großeltern gemacht, ja. Echt? Okay, die waren immer dabei. Ich erinnere mich noch, dass ich da auch schon oft dabei war, aber ich wusste jetzt gar nicht mal, dass da immer deine Großeltern dabei waren. Doch, doch, die waren. Müssen noch flinke Berghof Ja. ist die immer. Und jetzt, also zu den letzten Jahren konnte es ja dann immer so. Und jetzt muss man auch dazu sagen, machen wir Ostermontag immer mit Dommers Familie. Dass wir uns da mal alle treffen, weil es sind ja ein paar mehr Leute wie bei mir, dass da halt alle mal an den Tisch kommen. Auch schön. Ja. Aber so habe ich keine Tradition, oder haben wir keine Tradition. Also was ich jetzt hier aus meiner Familie mitgebracht habe. Nee. Ich weiß auch, der Stellenwert heutzutage bei Leuten aus unserem Alter oder auch die ein paar Jährchen jünger sind, die vielleicht schon Kinder haben, ich weiß gar nicht, wie der Stellenwert bei denen heutzutage ist, ob das auch dann so Ich denke schon, die gucken abgefrühstückt, Ostereier. ob das dann so abgefrühstückt wird wie Weihnachten, ob es dann noch ein Geschenk, weiß Ja, man glaube halt. ich schon. Die Gottesdienste werden ja immer weniger besucht, habe ich so das Gefühl, ohne da jetzt irgendwie valide Zahlen zu haben. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, die drei, vier Gemeinden hier zusammen den Gottesdienst gestalten, dass da halt eben nicht so der Andrang ist heutzutage. Ne? Kann sein. Also es ist halt so die Frage, wie viele Leute sich überhaupt bewusst darüber machen, wo das herkommt, das ganze Ostern. Also ich habe generell das Gefühl, also
keine Ahnung, also ich habe so das Gefühl, dass auf jeden Fall die letzten 2 Jahre weniger Schokolade verkauft wird. Also weniger Osterhasen und Nikoläuse, also generell so. Ehrlich? Ja. Wieso das? Warum das so ist? Wie kommst du da drauf, dass du das auch, also wie ist das? Ja gut, wenn man, ich sag mal so, ne, also wenn ich drüber nachdenke, wo ich aktiv an den Tagen da war, dann war kurz vor Ostern oder vor Weihnachten gar nichts mehr da und so beliebte Sachen halt sowieso nicht. Und wenn ich so die letzten Jahre beobachte, wenn ich durch die Läden gehe, ist da noch ziemlich viel und vor allem halt auch noch ziemlich viel beliebte Sachen. Ne? Also so, ich sag mal so, Milka ist ja was, was immer gleich weg war. Oder Lind. Lind, genau, Kinder, ne? Aber Kinderschokolade. Aber gibt es jetzt einfach vielleicht zu viel? Also dann eher umgedreht? Nee, also eigentlich machst du ja Bestellung. Mhm. Und die Bestellung machst du ja anhand der Umsatzprognose. Vom letzten. Vom Vorjahr, aber auch von der Umsatzprognose, die du für dieses Jahr hast. Also man nimmt so die Waage, ne? Also, ja. Okay. Aber ich nehm das gar nicht mehr wahr, ne? Also ich bin jetzt, also ja, für ich meine hab das Begriffe halt geliebt. Bin ich der 0815-Kunde, ne? Also ich gehe da, ich war ja auch 10 Jahre im Handel, ne? Ich bin ja vor einigen Jahren ausgeschieden, ne? Und da habe ich es auch noch anders wahrgenommen. Mittlerweile gehe ich da hin und will es nur erledigt haben. Meinst du, ich guck da jetzt noch drauf, ob ja, mir hat es der halt so viel Spaß der gemacht. letzte Milka-Hase noch seine Ohren nach vorne Ja, gedreht hat, für mich ne? Also. war Ostergeschäft, Weihnachtsgeschäft, ich habe meine Checkliste selber gehabt, ne? Alles tipptopp. Ich habe die Strecken zum Teil, habe ich immer noch eine Strecke mit Probe gebaut, weil ich Boah, das da kommt gemacht habe. Corazon, ey. Ich hatte es. Also deswegen, das fällt mir auf, dass weniger, also dass halt noch mehr in den Läden steht. Aber ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass halt alles teuer ist. Und vielleicht merkt man aber auch da, dass wirklich weniger Leute Ostern an sich feiern. Weil ja wirklich in den letzten Jahren, muss man sagen, extrem viele Leute aus der Kirche ausgetreten sind. Ne? Kann schon sein. Ja, der Trend geht ja dazu, auszutreten, nicht sich für eine neue Konfession zu entscheiden. Ne? Ja. Aber vielleicht also ist auch das Thema. Ich glaube nicht drauf, aber ich zahle es noch. Immerhin. Du, ich du, bist, du bist ein das, guter ich Christ. Unterstütz, genau, ich unterstütze die andere. Alles klar. Ja. Das ist in Ordnung. Bist du noch in der Kirche, Agi? Natürlich. Natürlich? Ja, das Problem ist, wenn du aus der Kirche austrittst, also ich weiß nicht, ob ich viel von der Kirche halte oder nicht, aber ich mag die ja schon. Also ich gehe da schon auch manchmal hin. Und wie du das gerade so süß gesagt hast, ich mag die ja schon. Ja, vor allem die polnischen Gottesdienste, da gehe ich schon auch gerne hin und so. Und also ich habe da eine eigene Meinung dazu. Wozu hast du eine eigene Meinung? Zu dem Thema aus der Kirche austreten, aber ich weiß, dass ich da nicht für Beliebtheit sorge mit meiner Meinung. Achtung, Trommelwirbel. Ah, nee, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so hier sagen kann. Ah ja, halt, also ich finde es eine Katastrophe. Also ich meine, ja, jeder muss selber wissen, ob er glaubt oder nicht glaubt, ne? Ob er an Gott glaubt oder nicht. Aber es ist eine Katastrophe. Ich kenne fast niemanden mehr, der in der Kirche ist. Das ist für mich schon eine Katastrophe einfach. Dann wird es immer begründet mit entweder, weil es so viel Geld kostet. Ich weiß, dass es viel Geld kostet, weil mein Mann sagt mir immer jährlich, wie viel Geld ich für die Kirche bezahlt habe. Ich dachte, es kostet 20 Euro im Monat. Ah ja, gut, dann aufs Jahr gerechnet ist das schon ein Batzen, ne? Es kommt immer auf dein Brutto drauf an, ne? Ah ja, gut. Also, ja, wollen wir nicht drüber. 300 Euro im Jahr oder so. Also es macht bei uns schon viel aus. Der Dommer würde ja austreten, aber ich müsste dann seinen Anteil weiterzahlen. Deswegen macht das nicht. Ich persönlich denke halt, keine Ahnung, ich finde es halt eine Katastrophe. Viele bleiben so lange in der Kirche, bis sie geheiratet haben, bis die Kinder whatever sind, konfirmiert oder sonst was und dann treten sie aus. Dann ist es ja noch gut. Manche treten vorher aus, wollen dann aber trotzdem, dass das Kind getauft und was weiß ich wird, das verstehe ich schon mal überhaupt gar nicht mehr. Sünde! Also argumentiert wird das Ganze immer einmal mit dem Geld, okay, kann ich vielleicht noch verstehen und dann ist ja das Riesenargument, diese ganze katholische Katastrophe, was da halt passiert ist mit diesem Missbrauch, ich verstehe das ja auch alles, ne, dass man das nicht unterstützen will, aber ich habe halt so das Gefühl, dass viele das einfach nur so als Argumentation benutzen, warum sie ausgetreten sind und es gar nicht eigentlich deswegen ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber andererseits wird sich halt riesengroß mit riesen Mäulern drüber beschwert, dass, sag ich mal, es mehr Moscheen gibt, dass halt mehr islamische Leute im Land sind und keine Ahnung, ja. Aber dann sage ich mir halt, ja, auf der einen Seite ist dann so, ne, diese
Negativpropaganda auch von den Parteien, oh Gott, ne, hier wird alles verislamisiert und sonst was, ja, ist dann auch ganz groß mit dabei, aber letzten Endes sehe ich es halt so, naja gut, dann sollte man halt bei dem Glauben, wo man ist, vielleicht auch mal ein bisschen mehr unterstützen, dass die Leute halt mal wieder mehr in die Kirche gehen. So wie ich. Vielleicht sollte man dann einfach auch mal gucken, dass man die Kirche attraktiver bekommt, dass man wieder mehr Programme hat. Keine Ahnung, ich war zu meiner Zeit im Kirchenchor. Wir waren auf TC-Freizeit, wir waren sogar in der Stadt, haben dort Gelder gesammelt damals, dass die Jugend, die christliche Jugend, einen Bus sich kaufen kann und sonst was. Und das ist einfach meine Meinung. Ich bin gläubig, ich bete auch jeden Tag, ich stehe da auch dazu. Ich habe aber auch Verständnis, um Gottes Willen, wie die Schalima, wenn man sagt, man ist nicht gläubig, ist für mich auch okay, ne? Also jeder so, wie er will. Aber ich mag halt nicht dieses, wie soll ich sagen, also auf der einen Seite halt irgendwas so großes Maul aufmachen und sich beschweren über etwas und auf der anderen Seite aber nichts dafür machen wollen, dass es anders wird. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich hier total so gläubig bin, dass ich wie die Aggie in die Kirche gehe. Ich gehe selten in die Kirche. Für mich hat aber auch Glaube was mit mir selber zu tun. Ja, also spät für mich. Das ist halt so das eine, wo ich sage, klar, ich praktiziere das so, wie ich das mir auch vorstelle. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der hier, sag ich mal, irgendwie frei, wie sagt man, Freiwilligenarbeit leistet in der Kirche, ne? Wobei ich habe tatsächlich drüber Kein nachgedacht. Presbyter. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich das vielleicht mache. Sowas. Ja, tatsächlich, weil ich es halt einfach echt scheiße finde. Ganz ehrlich, ey Leute, was ist los hier? Also, ich meine, das ist ein ganz wilder Hot-Take bei dir, ne? Was du da sagst, ne? Ich finde, es liegt am Marketing der katholischen Kirche oder whatever. Ja, die brauchen dann nicht noch einen Instagram-Kanal oder was weiß ich, ne? Die sollen einfach mit dem, was passiert, aufhören, das unter den Teppich zu kehren und aufzuklären. Ja, da wird dann irgendein Bischof, Ja, oder ein das Bischof, verstehe sage ich ja ich, noch. irgendein Pfarrer, da wird er irgendwo hingeschickt, dann werden Gesetze erlassen für Päderasten, ja, und das ist ja alles real, das ist ja Ja, das stimmt. kein Gelaber, was da im Bundestag für Gesetze verabschiedet werden, oder wie auch die Richter da ihre Hand drauf halten. Das ist ja nicht normal, oder was auch in Argentinien passiert ist, ja, und was hier mit rüber nach Europa gebracht wurde, das ist ja alles so passiert. Bin Da ich sollten raus? Bin ich sie raus? halt meiner Meinung nach, in my humble opinion, so da sollten sie halt eben aufräumen. Da brauchen sie sich nicht zu beschweren, dass die Das Leute halt eben stimmt. abwandern. Das Ne? stimmt, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Mal ganz krass gesehen. Da kann doch Gott nichts dafür. Natürlich nicht. Also, Lass doch mal eine der Herrgott ein guter Mann sein. und Wie hat das ich jetzt? glaub doch nicht an den Bischof und an sonst was und an die Kirche. Ich glaube doch an Gott. Das ist doch mein Glaube, den ich. Ja, deswegen gab es doch, das ist doch eine alte Diskussion, der Ablasshandel, die Thesen, die an die Wand geklopft wurden, an die Tür, was weiß ich nicht. Das ist ja, vor allem was, ja, wie weit holen wir aus? Ja? Die Leute schreien nach Reformation von der Kirche. Was ist eine Reformation? Reformation heißt ja eigentlich im engen Sinne, die Rückbesinnung auf das Eigentliche und nicht irgendwas neu zu machen. Das wird ja auch falsch verstanden heutzutage. Ja, aber ich finde es halt einfach, wie gesagt, ne, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich will auch niemanden persönlich angreifen. Es ist einfach nur eine Tatsache, die mich nervt, weil ich bald auch niemanden mehr kenne, der in der Kirche ist, ja. Also Ja. finde ich halt irgendwie befremdlich für mich, ja. Aber letzten Endes, keine Ahnung. Also ich meine, wir leben in Deutschland. Ich meine, ja, wir sind jetzt die Einzigen, die nicht nur rein rassisch deutsch sind, sage ich mal, außer die Schalima. Aber ich sag mal, der Deutsche an sich hat ja sowieso schon das Thema Nationalstolz, hat man als Deutscher nicht, weil es ist immer verwerflich, was ja auch schwachsinnig ist, ne? Es Das ist wird ja abtrainiert, irgendwo ja. immer verwerflich, das zu sagen, weil was damals war. Was damals war, dafür kann kein Mensch von uns heute mehr was. Und ich sehe mich trotzdem als Deutsch, auch wenn ich Schlitzaugen habe. Es ist so, ich bin halb Deutsch, ich bin hier geboren. Und ich bin auch froh, dass ich hier in Deutschland bin. Und ich bin auch stolz, dass ich hier in Deutschland bin, ne? Aber das kann ich mit meinen Schlitzaugen sagen. Aber wenn die Schalima das jetzt sagen würde, das wäre schon wieder ein kritisches Thema, ne? So, jetzt hat man schon diese Nationalverbundenheit nicht, ne? Aber Glauben hat man ja auch keinen mehr. Also man hat ja auch keine Verbindung zu seinem Glauben. Also es ist ja eigentlich eine Gemeinschaft, die man hat. Man geht gemeinsam in die Kirche. Das ist ja schön. Also, ne, das ist ja eigentlich was Schönes. Man betet zusammen, man ist zugehörig, man hat eine Gemeinschaft, ne? So, und dann wundern sich viele, warum viele Menschen dann vielleicht in den Islam konvertieren. Ja, ganz ehrlich, aber der Islam hat eine Gemeinschaft. Die praktizieren ihren Glauben, die glauben, egal wo die jetzt herkommen und wie sie es machen, die praktizieren, die halten zusammen,
die feiern ihre Fastenzeit. Ich habe sogar das Gefühl, dass immer mehr fasten, anstatt weniger fasten. Ja? Und dann brauche ich mich halt nicht zu wundern, warum viele vielleicht dann halt irgendwo einfach zugehörig sein wollen und dann eben Dinge sind, wie sie sind. Es ist einfach so. Ich kann nicht nur rumrennen und schreien, haha, hier alles scheiße, alle Ausländer raus, ganz klassisch gesehen. Ja, super, aber mach halt einfach nichts dafür, dass es anders wird. Mach mal hier Hirn an, da sind wir wieder bei, schalt mal Kopf ein. Das nervt mich. Nervt mich ehrlich. Ja, ich sorry, dass ich kurz lachen musste, aber ich muss kurz lachen, weil wir eigentlich von Ostern jetzt auf, ich wollte gerade sagen, von Gründonnerstag auf eine patriotische Reise gegangen sind. Ja, vorher, da bin ich jetzt geil. Aber klar, jeder sehnt sich irgendwo nach Gemeinschaft und vieles hat sich halt zur Ersatzreligion verändert. Ja. Ja, da werden sie aufgefangen, da werden sie willkommen geheißen. Da wird nicht einfach nur irgendwas stupide runtergebetet, nein, da wird auf die Person eingegangen. Ja. Und heutzutage sind ja eh viele los, ja, und wissen mit sich selbst nichts anzufangen, da werden sie halt eben eingefangen, sage ich mal so dazu. Ja, ne? Ah ja, alleweil geht's los her. Ja, das ist, ne, wo hörst du auf, wo fängst du an? Das ist ein riesengroßes Thema. Ja, Schalli, mal jetzt mal ehrlich, ne? Ich sag mal so, die Agi fühlt, ich meine, man hört es ja auch aus Gesprächen raus. Die Agi ist schon, fühlt sich schon immer als Polin und zu Polen verbunden, ist ja klar. Die geht in Polen in Urlaub, selten erlebt, ja gut, mal auch Irland und Schottland, aber eigentlich bist du immer einmal im Jahr mindestens in Polen gewesen, ne? Du sprichst gut Polnisch, du betest Polnisch, Polnisch. Da Doma brauchen wir sowieso nicht diskutieren, die Kroaten, also wenn die nicht noch eine Flagge auf dem Kopf tätowiert haben, ist das ja sowieso ein Wunder, ja, also da ist ja das ganze Land, also die sind ja so verbunden mit ihrem Land, das ist ja der helle Wahnsinn. Das war dezent erschreckend für mich, als ich euch kennengelernt habe. Ich habe das auf der ganzen Welt. Bin ich ganz ehrlich, also schlimm ist es jetzt nicht, aber es war schon dezent erschreckend. Was denn? Was war erschreckend? Eine Dommer mit seiner Flagge, dann wie du letztes, wo wir dann vor 4 Jahren in Kroatien waren, hast du die Kiste geholt, da habe ich gedacht, ich weiß, auf was du hinaus wolltest. Ich zum Beispiel würde mir niemals eine Kiste mit der Deutschlandflagge verarschen, bitte ich. Ja, der Deutsche hieß seine Flagge nur im Schrebergarten, ne? Oder hol's mal raus, wenn WM oder EM ist. Ja, aber das Ding ist halt, weil zum Beispiel, ich habe ja auch syrische Kollegen zum Beispiel und ich weiß, dass bei manchen hängt da zum Beispiel die Flagge über dem Bett, so wie man das früher, ich kannte das noch früher, mein Cousin hatte, glaube ich, immer eine Deutschlandflagge über dem Bett, das war früher so, oder neben, so als Teenie, ne, irgendwo. Also ganz ehrlich, wenn ich das machen würde, ich hätte das Gefühl, ich schäme mich für mein Land, aber ich hätte Schiss, wenn dann jemand kommt, dass die dann zu mir sagen, ich wäre Nazi oder sowas. Weil ich diese Flagge hier habe. Nee, bin ich ja auch nicht, um Gottes Willen. Ich will die Diskussion eingehen. Nein. Nee, aber auch, kann ich jetzt mal ein gutes Beispiel nennen? Hat man ein Gespräch über Ramadan und da hat der eine gesagt, hat er halt Dinge, einige Dinge in Frage gestellt. Und dann war meine Überlegung als erstes, weil wir waren in einem Raum mit mehr muslimischen Kollegen wie mit deutschen Kollegen. So. Dann habe ich noch gedacht, wie kann der jetzt in dem Raum sowas sagen? Weil er hat ein paar Dinge in Frage gestellt einfach, ne? Aber auf der anderen Seite dachte ich mir dann, was ist das für ein Gedanke von mir? Warum sollte er das nicht tun? Er kann ja Dinge hinterfragen und Fragen in den Raum stellen. Aber da siehst du schon, wie gepolt man eigentlich ist. Ich bin lieber ruhig und sag nichts, weil ich will ja nicht irgendwie verurteilt werden. Ja. Ja, aber da siehst du mal, dass es hier keine Streitkultur mehr gibt, keine Diskussionskultur mehr gibt, weil sich jeder dann maximal getriggert fühlt in seiner Ehre, was weiß ich, in seinem Stolz. Ja, lass doch schwitzen, Alter. So, ich habe doch gar keinen. Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung, solange keiner beleidigt wird, ist doch in Ordnung. Fertig. Ich habe auf jeden Fall gesehen, beim DM gibt es einen Ramadan-Kalender. Ja. In Leipzig. Aus. Also, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht. Leipzig hat auch viel Kultur. Ja. Also, ich meine, es gibt diese Ramadan-Kalender und ich war ja, wie gesagt, 6 oder 7 Jahre in 9 Bundesländern unterwegs. Also, diese Ramadan-Kalender ging gar nicht. Da, wo ich war.
Also das war eine Katastrophe. Ging nicht in welchem Es Sinn? Wurde nicht verkauft. Ach so. Überhaupt nicht. Also ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich dachte, es wäre jetzt ganz was Neues. Nee, nee, es gibt schon länger. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein schwieriger Artikel, weil hier habe ich es ja auch gesehen bei uns in Rewe und in Kaufland. Da lagen die auch noch wie Blei in den Regalen. Ne? Ich denke einfach nicht, dass es so der Artikel ist. Ne? Ja, vielleicht ist das auch so ein auferlegter neuer Genau. Brauch, was die gar nicht brauchen. Diejenigen, die Ramadan Ja, also ich feiern. sag mal so, ich finde halt, es ist ja jetzt gerade, also es ist ja gerade Ist Fastenzeit, noch ne? Ramadan auch, Ja. ja. Und Ah, seht ihr, ich faste gar nicht. Also ich weiß, glaube ich, bei mir als Christ, ich muss nicht fasten mit nichts essen, sondern Schokolade und so Sachen weglassen, gell? verzichten, ja. Bin ich Für schon, überlegen. Es gibt auch Leute, die Handyfasten mittlerweile oder sowas. Ja. Aber Gut, eigentlich. ein Thema faste ich auf jeden Fall, aber das werfe ich jetzt nicht in den Raum. Aber das macht. Aha. Das macht jetzt einiges auf. Also das, aber auf jeden Gewollt Fall. oder ungewollt ist jetzt die Frage. 40 Tage. Und länger schon. Ungewollt. Oh. Traurig. Also Evangeliken wüsste ich jetzt auch gar nicht, dass die fasten. Ich glaube nur die Katholiken fasten, dieses Katholikenfasten, oder? Doch, nein. Ja. Doch. Glaube Doch, auch. echt? also dieses Verzichtfasten, ja. Nicht Fasten, aber Naja. Verzichtfasten. Genau. Ja, aber ich Aber finde das ist halt, ja auch damit gemeint. also ich finde generell, Religion ist ein interessantes Thema. Ich meine, gut, in meiner Familie ist ja eh alles, von Moslem über Buddhisten, über katholisch, römisch-katholisch, evangelisch, also außer Hindus. Ich glaube, Hindus gibt es nicht. Ja. Aber auf jeden Fall finde ich es interessant und ich muss sagen, ich finde es ganz gut, wie die Moslems das machen, dass die halt bei YouTube dieses Ramadan Daily haben. Und ich meine, die erzählen ja auch ein bisschen was von Hintergründen, warum die was tun und zeigen, wie sie Fasten brechen, also dieses Iftar und wie die das machen. Und ich finde es einfach interessant und ich finde es gut, dass die das machen. Und ich würde mir auch wünschen, ja, also ich meine, es ist vielleicht dann auch ein Appell an uns selber, ne, dass wir das vielleicht auch machen zu Weihnachten oder Ostern, ne, dass man auch die Leute vielleicht einfach ein bisschen informiert, so wie die Agi jetzt informiert ist, da ein bisschen, ne, hier so, was am Palmsonntag passiert und so, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Aber sowas gibt es doch bestimmt, vor allem bei YouTube. Da Also kriegst du doch ich, alles. bei ja, YouTube. Religionsunterricht. Gibt's doch alles. Gell? Die Ja, Jessern aber. hat da halt nicht aufgepasst. Aber soll ich euch mal was sagen? Ich hatte in Religion eine Eins, weil das war nur auswendig lernen. Also, dazu muss ich aber auch mal sagen, also ich war ja auch schon in Malaysia mit der Jenny. Und da wird es ja auch, das ist ja ein ganz anderes Zusammensein. Ja. Ja, du hast ja Buddhismus, du hast die Christen dort, du hast die Muslime und was weiß ich Hindu. nicht, Hinduisten. Da ist es klar, das ist ein muslimischer Staat, machen wir uns nichts vor. Das, die Scharia ist auch das Ja. waltende Gesetz dort, aber es wird anders zusammengelebt. Ja. Hier ist es halt echt so Schwarz-Weiß-Denken, hier in der Also Dachregion, sage ich mal. Ne? in Malaysia ist es wirklich so, da ist buddhistischer Tempel neben Kirche, neben Moschee, neben hinduistischem Tempel und die Leute gehen zum Beispiel sonntags zusammen dahin. Jeder geht in seins und dann gehen sie wieder zusammen raus. Und es ist auch wirklich so, man geht, wenn Ramadan ist, geht man, wenn das, also bei uns heißt es Hari Raya, wenn das halt fertig ist, ne? Und dann gehen alle Leute dahin und wünschen denen halt, ne? Wie sagt man? Das fast Ramadan das Zuckerfisch Mubarak. so, Keine ja, Ahnung, wie genau. man das sagt, ne? Ja. Wenn jetzt chinesisch Neujahr ist, dann gehen alle wirklich zum Chinesen und wünschen denen halt Gong Yi Fa Choi. Und wenn halt Weihnachten oder Ostern ist, dann gehen die hin, sagen frohe Ostern, frohe Weihnachten und feiern halt mit den Leuten. Das ist halt normal. Also man lebt da halt respektvoll miteinander. Das finde ich halt schon schön. Finde ich jetzt. Ne? Ja, also wenn es stimmt, klingt das ja gut. Ja, stimmt. Ja, ob das natürlich jetzt jeder da immer gleich ist, aber es ist so. Es wird so gelebt, auf jeden Aber im Fall. Endeffekt könntest du es über Deutschland auch sagen. Also hier gibt es ja auch alles nebeneinander. Und es geht ja jetzt auch, also. Ja, aber da gibt sich nicht jeder die Hand. Das wolltest du Nee. damit sagen. Ja. Ja, aber es ist so die Frage. Ich finde, also es gibt bestimmt auch Gemeinschaften untereinander, die sich die Hand geben oder so. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so. Ich sag mal so, Dorfgeschehen. man wird ja hier, wird, ist, man wird, ist, ich glaube, es ist einfach zu wenig Aufklärungsarbeit und die Leute wissen es einfach zu wenig. Ne? Also zum Beispiel meine Mutter, kann ich ja mal so sagen, meine Mutter zum Beispiel hat gesagt, naja, also
Es war chinesisch Neujahr und die Leute wissen ja, dass wir chinesisch Neujahr feiern, aber ihr hat zum Beispiel nur die Jo gratuliert zu, also ja, ich natürlich und der Dommer, aber so, ne, nur die Jo hat ihr gratuliert zu chinesisch Neujahr. Jetzt nicht, dass sie das mega schlimm fand, ne, es war halt so eine Feststellung einfach, ja, aber ist halt so, Ja, man klar, aber es nimmt. ist halt so eine Auseinandersetzung, ne? Also, wenn Ja. es halt nicht präsent ist irgendwo Ja. ne? Also, die Leute wissen das ja auch gar nicht. Also, wenn ich das den Leuten erzähle, dass jetzt chinesisch Neujahr ist, das wissen die wenigsten. Das stimmt. Also, Das ist halt überhaupt, da ne? Das ist anders, dann ne? schon so ein eigenes Interesse, ne? Also, ich meine, ich muss sagen, Ramadan, wahrscheinlich wird es jetzt auch mehr thematisiert, dass man das mehr mitbekommt. Ich weiß es nicht genau, ob das jetzt auch jedem so bewusst ist. Aber es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Medien drauf an oder Das was, ob stimmt. überhaupt irgendwas thematisiert wird. Das auf jeden Gut, und Fall. ich denke vielleicht auch auf die Bevölkerung, also wie viele von den Völkern auch hier in Deutschland dann sind. Und wahrscheinlich sind wir mehr Muslime wie jetzt Chinesen, die dann Ja, dieses, auf wie jeden heißt es, Fall. Gong Chi Fa, was? Gong Chi Gong Fi? Cha Gong Chi Fa Choi. Choi, okay. Die das dann feiern wollen, dann kriegst du Ja. es. Ja, wer weiß. Weiß ich jetzt nicht. Also so, weißt du, und dann wird ja eher das andere präsenter gezeigt, weil du das ja. Also nur mal Beispiel. Ja gut, ich wusste, dass das Chinesisch ist, aber ich habe mir da gar zum Beispiel noch nie groß Gedanken drüber gemacht. Aber ich hab jetzt, also ich kenne nur dich, wo das feiert. Und Ja. sonst kenne ich niemanden. Wenn ich jemanden auf der Arbeit habe, das sind dann eher Muslime. Also bei denen kriege ich das dann Also komplett zum mit, was da Beispiel, abgeht und so. Deswegen, das meine ich. als ich noch Filialleiter war, sage ich mal, ne, oder ich meine, ja, auch später als Verkaufsleiter, nur im Osten hatte ich nicht so viele Ausländer, muss man sagen, als Mitarbeiter. Ich wollte gerade sagen, ne, Da bei gibt uns es im kaum Osten, welche. ich wollte gerade sagen, bei mir in Leipzig ist das alles nicht Nee, so. das Das ist ganz gibt andere nicht. Welt. Ja, Und als in der dann, Pfalz, in der Pfalz. würde ich auch vielleicht behaupten, so dieses typisch, muss ich jetzt auch sagen, ich meine, ich bin ja auch so ein typisch dummer Deutsche. Ich rede jetzt mal nur von mir, weil ich glaube, ich habe dir auch noch nie auf dieses Neujahr was gewünscht. Aber Ja. weil man es. Nee, alles gut. Um Gottes Willen, ich bin ja eh nicht so der gläubige Typ und bla bla bla. Das will ich ja auch. Aber weil ich denke mir dann so, ja, okay, wir sehen uns, also wisst ihr, bei mir schon Silvester. Deswegen, zum Beispiel, das ist jetzt so Ja. in meinem Kopf. Deswegen habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, natürlich Also ist nur das. mal Beispiel, wenn ich jetzt dort denke, okay, wenn jetzt deine Mutter vielleicht so denkt, gut, mit ihr habe ich jetzt nichts zu tun, aber dann denke ich mir, okay, vielleicht denkst du auch drauf, warum die Jess, dann kennt man ja Nee. auch. Nee, alles gut, ist ja nicht schlimm, aber Ich wollte jetzt denke ich eigentlich mir gerade damit so, nur hä? sagen, ich wollte Nee. damit nur sagen, es ist in Malaysia einfach präsenter, Respekt vor anderem Glauben zu haben und es wird halt auch Ja. mehr beworben. Deswegen wissen die das und deswegen respektiert man sich und in Deutschland wird halt darüber gefühlt nett Nee. gesprochen oder wie Ja, die Agi aber sagt, vielleicht, von den Medien halt aber gesteuert. vielleicht haben wir auch einfach nur einen zu geringen Horizont. Ich kann mir das vorstellen, in so Also Ballungsgebieten wie ich. Nordrhein-Westfalen, ne, wo das Ruhrgebiet quasi eine Stadt ist, ne? Oder auch in Berlin mit 3,84 Millionen Einwohnern, ne? Plus Bezirke, dass das da auch anders stattfindet. Auch Kann Kreuzberg siehst du sein. ja auch, dass da, oder auch hier in Mannheim hast du ja auch. Hier am Marktplatz hin, das Viertel, was eigentlich eine Parallelgesellschaft ist, ne? Also ich wollte eigentlich sagen, wo ich noch Ja, genau. Filialleiter war, bin ich zu meinen Mitarbeitern und habe dann wirklich denen halt, ne, was weiß ich, Je Ramadan nachdem. Mubarak Aber oder so überleg mal, wie gewünscht viel oder wissen wir so. zum Beispiel über den jüdischen Glauben und wie thematisiert wird der überhaupt in Ja. irgendeinem Land? Gut, ne, das ist Das natürlich ist in auch nochmal so eine Deutschland so Frage. ein Das ist Thema. genau, das ist genau so ein Thema wie dann der deutsche Glaube an sich selbst. Also beide Dinger sind da so ein bisschen. Ich glaube, es Aber wie gibt gesagt, einfach ich nicht mehr wüsste auch gar so nicht, viel. Vietnamesen oder so, was feiern die? Ich glaube, boah, das weiß ich nicht. Ja, Buddhistisch siehst du, vielleicht? also das sind so, Ja. ich habe jetzt zum Beispiel noch, glaube ich, jemanden auf der, jetzt zum Beispiel als Kollege, der ist Vietnamese, aber da habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts mitgekriegt, weißt du so. Ja, klar. Aber das ist. Deswegen, das wird hier gar nicht so publiziert, weil ich kenne auch gar nicht so viele Asiaten, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu muslimischen Menschen. Aber zum Beispiel, der Angelus sagt ja jetzt, er ist römisch-katholisch, aber eigentlich sind die Ach so, ja, Filipinos, stimmt. aber die Filipinos, die ich kenne, sind, wie heißt das? Baptisten der, nee. Warte, Man hört ihn doch das mal nicht. Frozen. Eben, es gibt noch Baptisten Nee, und man es gibt hört es noch nicht. Ba Wie Mormon. heißen die Religionen bei euch auf den Hallo, hallo. Philippinen? Ja, Hallo? jetzt, ja. 7 Tage Adventisten. Ja, 7 Tage 7 Tage Adventisten. Adventisten. Was? Katholisch, buddhistisch gibt's. Katholisch, buddhistisch, Und Islam. Islam. Moslems Aber auch. was hat er doch mal noch gesagt? 7 Tage?
Adventisten oder so heißt es. Wie? Adventisten. Was? Adventisten. Wie Advent? Ah, Adventisten. Kennst du das? Nee, er sagt, das kennt er nicht. Also die ganzen, wo hier wohnen, die sind es. Und die essen zum Beispiel auch, glaube ich, kein Schwein und sowas. Ist auch bei denen. Ah, ja. Ah ja, Vietnamesen sind zu 81,5% Atheisten. 20 Millionen Buddhisten, 6 Millionen Katholiken. Weitere Konfessionen sind Chau Dai, wenn man das so ausspricht, Hoa Hoa und Protestantismus und Islam gibt es auch. Aber eigentlich Atheisten. Atheist und katholisch ist groß, gell? Die zwei. Okay. Hm. Evangelische gibt es doch nicht so. Jetzt sind wir bei der österreichischen Bräuche von der ganzen Welt gelandet, bei der Weltreligionen. Von Kuchen durch Arschbacke. Es gibt ein super Buch, Theos Reise, kann ich nur empfehlen. Was ist denn das? Da reist der Theo mit seiner Tante. Ich glaube, der Theo ist krank. Irgendein Thema hat er mit einer Krankheit. Ich weiß nicht, was der hat. Leukämie? Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendeine Krankheit. Und die Tante nimmt ihn mit auf eine Weltreise zu den Weltreligionen. Mhm. Und die fangen dann eben in Israel an, glaube ich. Ja. Das ist ein richtig schönes Buch. Das klingt auch schön. Da wird so ein bisschen auch der Ursprung von allen Religionen so erzählt. Und er versucht halt so, glaube ich, so ein bisschen, also auf der Suche nach Heilung oder mal gucken, so, ne? So die seelische Heilung, die dann vielleicht auch so eine körperliche Heilung mit sich bringt, so nach dem Motto. Ja, ich war ja auch mal hier in Polen auf der Begegnungsfahrt. Auch mit Jugendlichen hat man sich so, ne, gab es dann Austausch, was weiß ich schon, und auch die Fahrt. Also wir waren auch in der Synagoge drin. Mussten uns auch ganz klassisch dann die Kippa anziehen und ne, für das ganze Thema Respekt und wie geht man in die Synagoge rein. Aber halt eben auch die Fahrt dann nach Auschwitz, ne? Um das ganze Thema halt eben auch in den Behandlung zu bekommen. Das war damals, wo waren wir? In Opole war das, glaube ich, die Begegnungsfahrt. Und das war halt eben auch über die Kirche organisiert. Also ich weiß nur, die Agi, die hatte Kommunion und ich war als Kind so neidisch, weil die so ein schönes weißes Kleid anhatte mit so einem, wie so einem Ballkleid, ne? Mit so einem, genau. Unterrock war das auch, gell? Ja, ist ja so ein Hochzeitskleid, ja, Hochzeit, genau. Mit Jesus. Ja. Sozusagen. Und so eine große Kerze, gell, hast du gehabt? Ja. Habe ich auch so. Ah, stimmt, ja. Ja. Ein halber Meter, was weiß ich. Es war schön. Auf jeden Fall. Und meine Firmung hatte ich ja auch relativ spät. Die Firmung habe ich dann gemacht, weil ich Patentante wurde. Als Patentante im polnischen katholischen Glauben musst du gefirmt sein, sonst kannst du gar keine Patentante oder Onkel werden. Und da ist ja mein, also als Pat, also wenn du deine Pate, sag ich schon, wenn du deine Firmung hast, dann brauchst du ja auch so eine Art Paten für die Firmung. Das ist ja die Cho bei mir. Ja, stimmt. Ja. Ja. Die bezeugt sozusagen deine Firmung dann. Ja, das stimmt. Das war schön. Also das war auch ein schöner Prozess, weil ich war schon erwachsen und in einem anderen Stadion so, diese Sachen da zu machen. Also es war echt ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Es war in Frankfurt am Main. Ja. In der großen Kirche da, in der Stadt. Ja, also das ist bei den Evangelischen aber auch so, wenn man Patentante sein möchte, muss man konfirmiert sein. Also ich bin ja auch Patentante und ich musste das einreichen. Also das weil theoretisch sind wir ja verantwortlich für den Glauben dieses Kindes. Tja, mal gucken, wie ich da so voranschreite. Aber mir ist auch noch aufgefallen, es war noch eine geile Story, nur so mal nebenbei. Mein Vater war auch am Start, ne, bei meiner Firmung. Und ich glaube, es war ja auch Sommer, der hatte irgendwelche Schlappen an. Und dann meinte tatsächlich irgendein Pfarrer zu dem, ja, hier, wie kann der mit so kurzen Hosen und so Schlappen in die Kirche zur Firmung von der Tochter oder was weiß ich, der doch Fotos macht. Ich meinte, hä, Jesus war doch barfuß. Der hat mich voll gelacht. Es war wirklich cool. Das ist so irgendwie witzig. Witzige Story. Ach, geil. Ist so. Nee, aber ich musste mein
Tauf- und Konfirmationszeugnis einreichen, dass ich Patenkandidat sein durfte. Musste alles sein. Ja. Das war dann in Polen bei mir. Da bin ich dann nach Polen. Also für Patentante zu sein, ja, ne? Bei, genau. Von der, ein kleines Patekind werde ich jetzt im Sommer auch wieder besuchen. Die ist ja jetzt schon erwachsen. Die ist jetzt bei den Pfadfindern, bei den polnischen. Ja. Die ist richtig cool. Oi. Ja, Mann. Aber jetzt hier nochmal den roten Faden zu finden. den österreichischen Faden. Genau, wir wollten wissen, wie wir hier in der Runde Ostern begehen. Ah ja, stimmt. Was ist denn so geplant? Was ist denn geplant? Dieses Jahr? Wie wir Ostern feiern. Naja, das ist eine gute Frage, weil ich bin ja eigentlich alleine. Also ich bin ja quasi, genau, also mein Gedanke ist jetzt, ich bin ja zu Hause, also am grünen Donnerstag muss ich arbeiten. Karfreitag habe ich frei. Da habe ich jetzt eigentlich nichts Konkretes geplant für den Karfreitag. Samstag muss ich halt auch wieder arbeiten. Das heißt, ich kann halt nicht zum Osterkörbchen segnen. Deswegen werde ich mir jetzt wahrscheinlich auch kein Osterkörbchen groß anlegen, sage ich jetzt mal so. Und Ostersonntag und Montag habe ich aber auch frei. Also ich könnte halt vielleicht nach Machern fahren, habe ich überlegt, auf den Campingplatz, wo viele Freunde jetzt von mir wohnen. Und ja, da bin ich auf dem Campingplatz. Genau, da bin ich ein bisschen zusammen mit Freunden und so halt. Also so ein bisschen die Suche nach Gemeinschaft finde ich schon auch schön, so für mich an Ostern, so irgendwie mit Leuten zu verbringen, die ich mag, was gemeinsam zu machen. Ja, also bei uns, Clemens, unser Festivalleiter vom Entrance-Team, hat sich einen Campingplatz gekauft, beziehungsweise ich glaube, also der wurde schon zum Verkauf vorgestellt, was ich auf jeden Fall neues Projekt. Und da wohnen jetzt ganz viele Menschen, die ich kenne, um Krass. Diesen Campingplatz zu renovieren, aufzubauen. Unter anderem der Manu. Der lebt dort jetzt und baut und bastelt. Ich hatte schon gehört, der Manu wohnt jetzt dort. Genau. Da bin ich mal gespannt, ob er mit seinen heißen Fackeln hier wieder um sich schmeißt. Oder was waren das? Was hat denn der gehabt? Waren das Fackeln? Fackeln. Ja, ah, ne? ja, das macht er noch. Der macht es professionell auch. Also ich glaube, die lassen sich auch buchen richtig. So Feuershows machen die auch zusammen. Okay, auch mit so mit Ketten. So den kannst du buchen für Veranstaltungen. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich den zu meinem 40. gebucht. Ja, zum Freundschaftspreis. Aber du hast ja noch einen 40. Da buche ich dir den Manu. Ja. Das ist dann die Amarena-Kirsche auf der Torte. Das ist dann das Highlight am Abend. Da sehe ich mich. Macht er auch Feuer? Tut er auch Feuer spucken? Ja, nee, ich glaube Feuer spucken nicht. Und dann ist es schon, dann ist er raus. Weil Feuer spucken, das ist so gemein. Feuerspuck ist krass. Das habe ich, glaube ich, auch einmal gemacht. Aber was ist denn in Mannem los an Ostre? Keine Ahnung. Also ich bin heute bei dem Podcast die stille Zuhörerin. Deswegen habe ich mir vorhin hier so einen Osterhas genommen und den direkt mal vernichtet. I don't know. Ich weiß es nicht. Macht ihr ich wohne zwar schon für... Nein? Also ich mache auch nichts. Also es ist für mich geil, Urlaub. Aber das war's. Also, sorry, Leute. Und die Familie von Angelo? Feiert ihr Ostern? Ja. Die feiern Ostern. Aber die sind nicht da. Die sind nicht da. Die sind in Garmisch. Ah, okay. Ja, ja, die feiern schon eher, die beten ja auch und so. Also, ich hock dann da immer mit am Tisch. Ich mach dann so, als ob, aber. Hast du dann auch dein Pseudo-Rosenkranz dabei? Nee, okay. Rosenkranz habt ihr nicht, oder? Eigentlich schon, doch, da sind ja katholisch, aber nee, ich hab keiner. Also. Nee, der Angelo spricht dann immer das Tischgebet und so. Ah ja? Voll cute. Ja, ja, also, ja gut, ich bin da raus, ne? Also ich mache dann immer nur so, als ob, aber das ist ja nicht so meine Welt. Schön. Alles gut, aber ich hock dort dabei. Aber. Ja, was machen wir an Ostern? Bei uns wieder Full Program. Am Donnerstag gibt es erstmal Spinat mit Spiegelei. Warte mal. Hol mal ein bisschen aus. Wir sind was ja denn? Jetzt schon in der Vorbereitung.
indem wir nein, im Moment, heute, jetzt wann, sind wir am Frühjahrsputz und Frühjahrsputz hat nichts mit Ostern zu tun. Ne? Doch, das ist quasi der Weg dahin, der mündet dann in einem riesen Essen. So, weil im Augenblick kämpfen wir uns durch die Schränke. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Ne? Das wird eh stressig, am Wochenende das zu kochen. Aber nein, lass doch noch die Scheißschränke ausräumen. Wir könnten den Frühjahrsputz auch nach Ostern begehen. Ne? Nein, das wird jetzt in der Osterwoche gemacht. Letzte Woche am 20. glaube ich, war ja Frühjahrbeginn. Am Sonntag wird die Uhr umgestellt. Und am Montag war nochmal, das Sonnenjahr hat am Montag angefangen. Ich habe hier auch so eine Kerze. Weil wir müssen räuchern. Für Frühling, also Frühling, Tag und Nacht gleiche, weil nämlich am Montag, nee, stopp, am Mittwoch, letzte Woche, war der Tag im Jahr, wo die Nacht genauso lang war wie der Tag. Mm. Frühlingsanfang. Und deswegen, das ist so eine Heilkräuterkerze mit Olivenöl und so und das bringt dann halt Glück, wenn man die anzündet und ich habe noch eine Kräutermischung. Ich hoffe, weil wenn der Frühjahrsputz beendet ist, dann tue ich einmal so durchräuchern zum Frühjahr. Zu welchem Aber Brauch gehört die Kerze, du? Oder was du hast? Das ist Jenny, die Religion ja, Jenny. Ach so, okay. Und das Räuschern gehört zu Reiki. Das heißt Reiki. Keine Religion. Nee, das gehört nicht zu Reiki. Das ist. Haben also wir noch Weihrauch da? Wir haben noch Weihrauch, oder? Bauern. Nee, nicht Weihrauch. Ich habe eine extra Kräutermischung. Das ist so eine Bauernregel, warum man das macht. Aber egal, also davon weg. Osterdeko steht bei uns schon seit Januar, weil ich habe nämlich gesagt, wo ich die Weihnachtsdeko weg habe, sorry, Ostern ist Ende März. Ich stelle sofort die Osterdeko hin, weil sonst lohnt sich das gar nicht, die rauszuholen. Ich habe keinen Bock, Zwomo anzufangen. Deswegen stehen überall Hasen und Eier und ich seh's whatever. Hier. Ich sitze quasi davor. Genau. Auf jeden Fall am grünen Donnerstag kocht meine Tante dieses Jahr Spinat, Kartoffeln und Spiegelei. Das sind wir. Karfreitag kochen wir bei uns. Da gibt es für meinen Opa Weinsauce, für meine Tante, meine Mutter. Und für mich das erste Mal diese arme oder rostige Ritter. Also das gab es bei uns nie, weil mein Vater und mein Opa essen kein Zimt. Und es wird ja mit Zimt und Zucker gemacht. Deswegen gab es bei uns nie. Aber bei der Jessie, ihrer Schwiegermutter, gab es es immer. Und ja, da haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt mal, aber Doma isst beides nicht, deswegen kriegt Doma Mac and Cheese, Hauptsache kein Fleisch. Also das heißt, am Donnerstagabend bereite ich das schon alles vor. Also ich hatte auch noch nie, warte mal, ich muss mich ja immer selber in Schutz nehmen. Ich hatte selber noch nie rostige Ritter irgendwie gegessen. Bei mir ist es aber ein Begriff, aber für mich ist es halt eben jetzt kein Highlight. Ne? Also mit Vanillesoße gibt es das, ne? Hast du das schon mal probiert? Nee, aber ich hab's gesehen, das Gericht. Das wird wahrscheinlich wie French Toast schmecken. So. Ja, das ist French Toast. Ja. Ja. So. Das ist nur, dass das bei uns ist, das mit einem Brezel gemacht und ein genau. French Toast ist mit einem Toast. Jo. Ja. Jo. Das war's. Genau, und dann am Samstag gehen wir. Nachtisch. Am Samstag. Bitteschön. Samstagabend gehen wir mit meinem Patenkind und den Eltern und dem anderen, also quasi die Ella hat zwei Paten. Also einen männlichen Pate und mich. Und wir gehen mit dem Paar, also mit dem männlichen Pate und der Freundin, Doma und ich, die Eltern von der Ella und die Ella, gehen wir dann essen. Und da kriegt die auch ihren Osterhasen. Und am Sonntag ist dann meine Familie bei uns. Da gibt es grüne Kernmehlsuppe, mache ich das erste Mal. Das hat meine Oma immer gemacht mit Marklöschen. Also Lammkeule, Bohnen, Kartoffeln, Pommes, Soße. Nachtisch habe ich vor, mal gucken, ein Rhabarber-Tiramisu zu machen. Meine Mutter macht einen Eierlikörkuchen, ich mache eine Karottentorte. Und montags kommt dann die Familie vom Dommer. Da gibt es dann ganz traditionell. Die Reste bekommen die dann. Nee, da macht die Lilly ganz traditionell Krach. Also, es ist kein. Jetzt... Moment mal, Krach ist kein traditionelles Ostergericht. Krach, nein, aber traditionell kroatisch. Krach ist einfach ein Bohneneintopf. So. Kroatischer. Bohneneintopf. Das, ist so das geil. Macht die Lilly. Die Kroatier macht Kartoffelgratin. Wir machen Hähnchenschnitzel, Soße, Pommes. Meine Tante bringt Salat mit. Dann gibt es auch nochmal Nachtisch. Das weiß ich schon nicht so ganz was. Und Kuchen nochmal. Und dann ist Ostern vorbei und Dienstag geht es dann mit die X vor los. Und wir haben alle schön Jesus gefeiert. Ne? Das will ich damit sagen. Hätten das mit viel essen werden, wir feiern auch den lieben Jesus. Das ist ja der Hammer, ey. Ja, bei uns ist das halt immer wirklich so ein richtiger
Marathon, aber ich muss sagen, ich mache es auch gern. Also mir macht es auch Spaß. Aber es ist halt schon viel zu Verrückt. tun. Es ist einfach crazy, Alter. Weil Ja. es ist crazy. Aber es wird verdammt gut schmecken. Ja, für mich sind halt so, also klar, ich finde halt, das sind so Familientage und die Familie wird ja auch immer älter und ja, deswegen. Genau. Ja. Ich kenne es. Ich war ja jetzt auch die ganze Zeit bei meiner Familie und ich meine, die letzten Tage oder auch bei meinem Vater, Mensch, was macht ihr? Ah ja, wir essen, wir sitzen zusammen und dann essen wir, dann gehen wir mal rund spazieren, dann wird Aber das wieder ist es doch, gegessen. oder? Aber die Oder noch nicht? Polen essen auch viel, ne? Also eigentlich so traditionell. Ihr kocht auch immer extrem viel, wenn die Familie kommt, oder? Bestimmt, na klar, das ist ja auch so. Ich meine, das Osterfest ist ja eigentlich wichtiger, das wichtigste Fest für uns Polen. Also viel wichtiger als Weihnachten auch. Ja, aber in der Christenheit eigentlich ja, Interessant. weil ja, es ist halt eine größere Leistung, ne? Wiedergeboren, also Ja, noch zu entstehen. Freude. Also ich meine, darum geht es ja. Also das ist ja das. Er hat ja die Sünden auch von uns genommen, sozusagen. Also, Ja. ich meine, die Amen, Geburt von Schwester. Jesus ist ja schon toll, aber ich meine, darum geht es ja. Es geht ja um seinen Tod eigentlich. Aber wisst ihr, was jetzt heute Abend der Podcast bei mir gebracht hat? Ich dachte so, ich bin ja die ganze Zeit immer so, oh nee, will ich nicht, brauche ich nicht, so, ne? Also ich werde da auch weiter bei bleiben, weil ich das jetzt für mich so beschlossen habe. Aber ich finde es voll schön zu hören, was ihr so macht. Weißt du, so jetzt mit der Agi zum Beispiel, das wusste ich ja jetzt gar nicht, dass das da so extrem Ja. schön, aber auch so bunt, auch für die Kinder, ne? Mit diesem Bemalen und das Zeug. Ich finde es schon schön, aber wie gesagt, für mich ist es jetzt nichts. Ich bin da viel zu faul und so. Und das wäre für mich dann halt scheinheilig, ja? Also deswegen, ja. Aber ich finde es voll schön zu Eben. hören. Das wollte ich damit sagen. Ich finde es Genau. super schön, das zu hören, wie andere. Und ich denke manchmal, also so ein bisschen denke ich auch, schade, dass das bei mir vielleicht nicht so ernst genommen worden ist in der Familie. Sonst wäre ich ja jetzt vielleicht auch so, ja? Das Aber ich stimmt. hatte ja, also bei mir war es ja einfach so, es wurde für mich so entschieden, dass wir so, also so, und irgendwie habe ich das auch so drin, also ich befasse mich halt dann mit anderen Dingen, weißt du? Aber Ja, auch voll okay, ja. richtig schön, das so zu hören, auch jetzt so unterschiedlich trotzdem, ne? Und ich dann immer so, bin ich raus. Ja, auch so die Tradition, ne? Ich glaube, in Polen wird Ja. auch ganz anders, auch, ne, mit dem Osterkörbchen, das wusste ich zum Beispiel auch Ja, zum gar nicht. Beispiel, das ist voll süß. Also sage ich auch dieses Ja. Bunte, sie hat ja erzählt, es wird bunt gemalt und so und die Eier und. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Osterlamm eine polnische Tradition ist. Also ich kenne ja auch das Osterlamm. Wie gesagt, ich habe auch so eine Form. Ich kaufe mir auch immer Wir eins. haben schon eins gegessen. Ja, wir haben schon eins gegessen. Jetzt Ja, schon. ja. Aber ich wusste das nicht, dass man das traditionell erst am Ostersonntag isst und dass es aus Polen eigentlich ist. Ich dachte halt, okay, ist halt ein Osterlamm. Das war so lecker. Aber ich glaube, die Italiener zum Beispiel, die verschenken diese Panettone. Auch zu Ostern? Ja. Okay. Mit, aber zu Ostern, glaube ich, mit so Vanillecreme und Was so. ist das? Oh, So geil. Baumkuchen oder was ist das? Nee, das ist ein Das ist Hefeteig. Also das ist wie so auch eine, hast du ein bisschen bestimmt eine schon mal Glocke. gesehen, so ein Zylinder, so ein Ah ja, großer. Und genau. dann ist es wie so ein riesiger Hefekuchen und So da hat, Gugelhupf. nee, das ist wie so ein Hefezopf im Deutschen, aber viel weicher, fluffiger. Und innen ist dann wie so Schokoladenfüllung, Eierlikör, Vanille, gibt es alles Mögliche. Nur Rosinen oder ohne Füllung Ah, gibt's. okay. Und das tun die dann halt wie so zupfen. So wird es so ein bisschen. Alles klar. Ja. Das verschenken die halt immer an Feiertagen. Ja. Ein super. So ist das. Aber ja, wir könnten, mir ist gerade eingefallen, man könnte ja auch mal so einen Podcast machen über die traditionelle Küche, weil ich habe gerade Oh gedacht, ja, da kann ich gut mitreden ja, bei der Pals. weil bei der Agi habe ich gerade gedacht, so, oh, so Pierogi und so Oh, geil. Barscht. Oh. Oh. Okay, also ich kenne nur diese traditionell deutsch-pfälzisch. Und der Agi, ihre Oma, hat die beste Pastete gemacht. Verstehe. Ja. Was war das für eine Pastete? Weiß ich Hühnchen. gar nicht. Es war eine Fleischpastete und ich weiß nur, die war super lecker und ich habe das als Kind geliebt.
Ach so, die Agi kann das nicht beantworten, weil die isst kein Fleisch, gell? Die ja, weiß es glaub, nicht. Ich glaube, du hast es damals schon nicht gegessen, kann Agi. Sein. Nee. Ich erinnere mich zwar dunkel an diese Pasteten, mit so einem, weil die wurden ja richtig gebacken, ne? Ja, ja, genau. Das sah ja so, eigentlich so ein bisschen aus wie Brot. Ja, mit wie so Gelee. Und es wurden dann in so ganz dünne Scheiben geschnitten. Mhm. Aber was da drinne war, ich könnte es halt jetzt leider auch nicht mehr fragen. Ne? Aber du könntest oh, kennt ihr fragen. Das? Er weiß bestimmt. Kennt ihr das bei uns in der Pfalz, wenn geschlachtet wird, ne? Ja, Schlachtfest. Ja, und dann echte Metzelsuppe. Kennt ihr das? Das oh ist, ja, furchtbar. Das esse ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist geil. Was das ist das? Einfach, das ist einfach der Sud, in dem die Wurst, also die Wurst und das Fleisch. Ja, aber das sind so kleine, das sind ja, noch Stücke ist, drin. Wenn die Wurst aufplatzt, daher kommen die Stücke und dann machen die Leute noch extra Mehl. Ne? Also die, wie so Spätzle in der Art. Also nicht Spätzle, sondern die machen aber, wie du Spätzle früher gemacht hast, mit so einem Brettchen und einem Messer. Ja, aber das sind so schwarze Sachen drin, so schwarze. Dann so rein. Das ist von der Wurst. Also wenn du zum Beispiel Blutwurst, Schwadema, das wird ja alles so im Darm gemacht und das platzt auf und das sind da mache ich wieder so ein merkwürdiges Gesicht bei der Story. Nein, lass mich raus. Dann gucke ich wieder wie so überfahrene Reife. Ich habe schon, also mein Onkel, der Cousin von meinem Opa, hat geschlachtet früher und dann habe ich da halt mitgeholfen, also nicht schlachten, aber die Metzelsuppe mache. Da durfte ich mit Hemm nicht mehr. Die gemetzelte Suppe, Alter. Ja. Gemetzelt. Also ich fand, es war ein richtig guter Podcast. Agi, sehr schön, dass du aus Leipzig da warst. Wunderbar. Ja. Die Agi! Ja. Wir haben ja wieder... Nicht so eigentlich? Nee, warte mal. Na, guck mal, Agi! Agi! Also Agi hast du gerade ein bisschen... Ja. So macht man die doch. Das sind die Neuen. Genau. Das sind die Neuen. Das sind die Coolen. Das kann ich nicht, da bin ich so steif für. Ja. Cool Kids. So. Hallo, Cool Kids. We are the Cool Kids. Din, din, din. Ja, also wir sehen uns nächste Woche, selbe Zeit und dann geht's weiter mit ein paar Lavas, ne? Also, Forever Gains Talk hier, ne? Ciao. Oh, Ostre. Auf Wiedersehen.